liebe Zuschauer, wieder mal herzlich willkommen bei FS1. Open Studio ist angesagt. Wir haben heute ein Thema aus der Tierwelt. Und zwar geht es darum, Rehkitzrettung mit Drohne. Es werden jährlich zahlreiche Rehkitze den Method sterben oder sterben jährlich viele. Und wir schauen, ob wir heute der Ursache auf die Spur kommen und was man definitiv dafür oder dagegen tun kann, dass es weniger Todesfälle, weniger Unfälle gibt. Ich habe schon erwähnt, Drohnen. Aber jetzt erwähne ich zunächst mal unsere Studiogäste. Das ist zum einen Dirk Sachon, er ist akademischer Jagdwirt. Herzlich willkommen. Dann haben wir in der glorreichen Mitte den Josef Zauner, Bezirksjägermeister Flachgau. Danke für die Einladung. Und last but not least, der Mann mit der Bassstimme, der Andreas Knosp. Er ist, also jetzt kommt ein langer Titel, er ist Obmann der Gemeindejagdkommission Seekirchen. Schön, dass Sie alle da sind oder dass ihr alle da seid. Ich beginne mit dem Vertreter der Jägerschaft sozusagen, mit dem Josef Zauner. Sepp, warum ist es so, warum werden die Kitze, der Maat, wie man bei uns im Flachgau sagt, warum sterben so viele Kitze den Mähtod? Woran liegt es? Warum sind die Kids im hohen Gras und nicht im Wald etc. pp.? Bitte erzähl uns ein bisschen was drüber über die Ursachen. Ja, vorweg, erstens ist so, der Setzzeitpunkt, das heißt, wann die Kids geboren werden und die erste Maat der Bauern im Frühjahr fällt meistens zusammen. Das ist so Mitte bis Ende Mai oder spätestens halt Anfang Juni. Und da sind eben die Kitze nur so klein, dass die meisten keinen Fluchtreflex haben, wenn sie irgendeine laute Maschine hören, wie ein Traktor und ein Mähwerk, was ja mal zum Wirbel macht, aber das macht ihnen auch nichts. Sie bleiben trotzdem liegen, weil sie einfach nur zu klein sind. Ja. Und das ist eben der Hauptgrund. Und es werden auch viele Kitze im Wald geboren, also gesetzt, wie wir sagen in der Jägersprache. Aber nach ein paar Tagen, sobald es halt ein bisschen geht, kommen die auch raus aufs Feld, auf die Wiesen. Wenn die schöne Tage sind, wenn die Sonne ist, dann führt es einfach die Gas auf die Wiesen aus. Und wenn auf große Flächen sind, mit langen Gras, da fühlt sich das Rehwild einfach sicher. Und die Gas glaubt an die Mutter, dass einfach da nichts passieren kann. Und darum passiert halt da doch auch relativ viel, wenn man nichts macht dagegen. Und Sie fühlen sich wahrscheinlich auch sicher vor natürlichen Feinden wie dem Fuchs beispielsweise, oder? Natürlich. Die Rehgeiß ist ja so, die sägt ja übers Gras drüber. Die ist ja mit dem Haupt her wie das Gras, die hat alles gut im Blick. Gell? Die ist ja überall in der Nähe. Aber die Kitze sind nicht weit weg von der Gas. Sie ist nie ganz bei der Gas, um sie nicht zu verraten mit ihrer Witterung, weil die kleinen Kitze haben ja die ersten Tage überhaupt keine Witterung. Was auch natürlicher Schutz gegenüber Fressfeinden ist, was die Natur so eingerichtet hat. Jetzt bevorzugen sie natürlich so gut einsehbare Flächen und legen eben da die Kitze. Und fühlen sie sicher, vermeintlich. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie genetisch bedingt und mit Traktoren rechnen sie nicht wahrscheinlich. Nein, Traktoren machen die ausgewachsenen Rehen ja normal überhaupt nichts aus, weil die sind es gewohnt. Im Winter, wenn man im Wald mit dem Traktor fährt, da springen die Rehe gar nicht weit ab, weil sie es genau wissen, da passiert nichts. Und das ist ein tägliches Geräusch, was sie hören. Und sie wissen, da geschieht ihnen nichts. Das ist halt nur mit Ausnahme dann beim Mähen das eine Mal, aber gut, das haben sie dann dabei, bis wieder Kids haben natürlich wieder vergessen. Ja. Fragen wir mal den Vertreter der Landwirtschaft unter Anführungszeichen. Andreas, du bist Landwirt, du bist Bauer, du fährst selber mit dem Traktor und mit dem Mähwerk. Ist dir das schon einmal passiert, dass du ein Kitz der Maat hast, wie es so schön heißt? Ja, leider Gottes ist das fast unausweichlich, weil vom Traktor aus hat man keine Chance, da man so ein Kitz sägt. Habe ich auch schon probiert mit Durchgehen vorher, aber auf das Kitz muss man wirklich fast draufsteigen, weil die duckt sich so rein, dass du das null Chance hast, dass du das sägst. Und daher haben wir heuer mit der Drohne das probiert und da funktioniert das nicht, aber ansonsten vom Traktor aus keine Chance, dass du das sägst. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Unfälle, auf das kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele Kids werden da der Maat? Von ganz Salzburg weiß ich es jetzt nicht. Bei mir in Seekirchen sind es jedes Jahr so zwischen 80 und 100 Kids, die was dem Mähtod sterben. Ja, das ist einfach nicht schön. Was tust du jetzt als Bauer, wenn du, teilweise merkst du das ja eben gar nicht, wie du gerade gesagt hast, aber was tust du, wenn du trotzdem draufkommst, da liegt jetzt der Maatskitz, was tut man dann eigentlich?
Ja, dann hat man die traurige, nicht allzu schöne Aufgabe, wenn die Skizze am Leben ist, dass man die Skizze erlöst. Meistens rufe ich meinen Jäger an, der kommt nachher und nimmt mir das Gott sei Dank ab, weil es ist einfach keine schöne Aufgabe, nicht, wenn man jetzt nach dem Wind das Kitz findet und sieht, dass das Kitz eigentlich elendig zugrunde geht. Nicht. Das hat keinen Lack nicht. Ja. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, jetzt bringen wir dann unseren dritten Studiogast ins Gespräch, mehrere Möglichkeiten zur Kitzrettung. Können wir die einmal aufzählen? Ja, es gibt also traditionell die Möglichkeit, was die Jäger früher gemacht haben, in einer Reihe durch die Wiese durchzugehen, um eben gelegte Kitze zu finden. Hat ein bisschen den Nachteil, wie der Andi eben schon gesagt hat, man muss wirklich fast draufsteigen, damit man es sieht. Wir haben das also gesehen, komme ich nachher noch drauf auf die Drohne, dass die Jäger oder die Leute, die das raustragen wollten, wirklich 30, 40 Zentimeter neben dem Kitz standen und ich ihnen gesagt habe, da muss das sein und sie haben es trotzdem noch nicht gesehen. Zum anderen ist es oft so, mal jetzt mit den neuen Mähwerken geht das, dass die Leute durchgehen, aber mit den alten Balkenmähern war es auch ein Problem, dass das Gras dann niedergetrampelt wurde und dem Landwirt das dann auch nicht recht war, eben als Schutz vor Raubtieren und dadurch auch der Hund Probleme hat, ein Kitz zu finden. Und als letzte und sehr effektive Methode, die jetzt eben in letzter Zeit aufgekommen ist, ist die Rehkitzrettung mittels Drohne und Wärmebildkamera. Das heißt, als Drohnenpilot fliegt man in einer gewissen Höhe über die Wiese und versucht mittels der Wärmebildkamera Hotspots zu finden. Dann kann man auch umschalten und sich das anschauen und dann die Kitze eben finden. Im Einspieler hat man ja kurz gesehen, wie du mit der Drohne fliegst. Allerdings war das schon während des Tages. Das haben wir jetzt nur zu Demonstrationszwecken gezeigt. Normalerweise musst du kurz nach Tagesanbruch, damit noch Temperaturunterschied ist. Ne? Richtig. Also es ist so, dass die Wärmebildkamera die Temperaturunterschiede zeigt. Und je kälter die Umgebungstemperatur, desto mehr hebt sich der Kitzkörper von der Umgebungstemperatur ab und kann dadurch besser erkannt werden. Ich kann höher fliegen, habe damit eine Fläche schneller abgeflogen, als wenn ich tiefer fliegen muss. Und sobald Sonne die Erde bestrahlt, zum Beispiel Maulwurfhügel oder offene Flächen, wo nicht so viel wächst, heizt sich das sehr schnell auf und dann erkennt man da die Unterschiede nicht mehr besonders. Wir gehen dann noch ein bisschen näher drauf ein. Du hast uns ja auch ein Modell mitgebracht, das wir uns dann anschauen. Aber nochmal zurück zum Jäger sozusagen. Du bist aber nicht nur Jäger, du bist ja auch gleichzeitig Landwirt. Ist dir selbst schon einmal passiert, dass du Kitz am Markt hast? Ja, natürlich. Leider. Ja. Wobei, sagen wir es, wir verwenden bei uns in die Mähwerke einen Wildretter, den mittlerweile ein paar verwenden, aber leider Gottes nicht viel, weil es ein bisschen Arbeit ist. Den muss man aufkloppen und oberkloppen vor dem Mann und das tun halt nicht so viel gern. Das ist ganz einfach so eine Eisenstange aus, wo alle 20 cm Heizungsschlauch ins Gras reinstaut und der streift das Gras durch. Also damit haben wir schon sehr viele Jahre, wo wir nichts erwischen, also nichts der Mann. Aber natürlich, wenn sie ganz, ganz jung sind, die ersten drei Tage, ist auch das nicht ausreichend, wenn sie für so einen Heizungsschlauch, Bodenheizungsschlauch angestuft werden, dass davonlaufen. Gell? Also es passiert. Ja? Aber das ist auch eine Methode, was sehr effektiv ist, aber halt nicht gern von anderen Bauern genommen werden. Wir im Betrieb machen es immer. Also machen wir das sowieso. Und vielleicht noch zu den Zahlen, wie du zuerst gefragt hast. Also im Bundesland Salzburg kann man davon ausgehen, dass 1000 Kitz den Mähdob sterben und im Flachgau sind 700. Wobei es natürlich, das sind die, was gemeldet werden, wo wir wissen, da gibt es natürlich eine gewisse Dunkelziffer, wird es auch noch geben, weil wenn man oft Bauern fragt, die ist dann auch zu blöd, wenn sie was erwischen, nicht? Weil es tut ja im Prinzip keiner gern. Gell? Aber man merkt es dann natürlich auch, wenn die Gars mit einem Murzstrom-Gesäuge, also ohne Kitz dann unterwegs sind in die Reviere, dann weiß man, okay, die hat gesetzt, aber die Kitz sind nicht mehr da. Also wird es wahrscheinlich auch beim Mat gestorben sein. Ja. Eine Frage noch an den Andreas. Ist nicht auch eine gewisse Gefahrenquelle, wenn jetzt da Körperteile von dem Kitz ins Heu bzw. in Heustall kommen und ihr verfüttert das dann? Und da ist ja, kann man ruhig offen sagen, auch Leichengift enthalten. Tauchen da Probleme auf dann bei der Fütterung? Ja, natürlich können die Tiere daran erkranken an die Aasteile und Dirk hat es eh vorher genannt, wie heißt die Krankheit? Botulismus. Botulismus, da
danke für die Auskunft. Natürlich alles andere wie optimal, nicht? Also so gesehen ist es im Interesse aller, sowohl der Jägerschaft als auch der Landwirtschaft, diese Unfälle zu vermeiden. Jetzt noch einmal Unfallvermeidung Drohne. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Würdest du uns mal so eine Drohne zeigen? Es gibt ja da unterschiedlichste Modelle. Wie funktioniert die? Sollte man da das Mikrofon halten vielleicht? Es gibt verschiedene Drohnen. Das hier ist jetzt ein Quadrocopter, hat also vier Propeller. Vorher hatte ich einen Hexacopter, der sechs Propeller hat. Das hat ein bisschen mit der Stabilität zu tun in der Luft. Das hat auch ein bisschen mit dem Gewicht, das es tragen kann, zu tun. In diesem Fall eben ein Quadrocopter. Diese Drohne wiegt ein Kilo und hat hier vorne, die ist jetzt noch geschützt, das ist der Schutz, eine Kamera drauf, die eben ein Normalbild liefert, aber die auch ein Wärmebild liefert. Dieses Wärmebild sieht man dann auf der Fernbedienung und man kann auf der Fernbedienung mit einem speziellen Programm genau einstellen, wie die Drohne, wo sie langfliegen soll. Man sieht also ein Satellitenbild und kann dann wirklich eine Fläche einzeichnen mit dem Finger, ganz einfach. Auf dieser Fläche, diese Fläche soll komplett abgeflogen werden und je nach Höhe stellt sich das Programm automatisch ein, wie viele Kurven bzw. in Zickzack diese Drohne das dann abfliegt. Und sobald man etwas Verdächtiges sieht, sage ich mal, also einen Hotspot sieht, kann man den Flug anhalten, man kann ein bisschen heruntersenken, man kann auf die normale Kamera umschwenken und sieht dann sehr gut, auch meistens beim Kids, gleich mal die weißen Punkte. Also optisches Erkennungsmerkmal bei den Kids und die weißen Punkte, weil es könnte ja auch ein Hase sein. Richtig. Oder eben ein Maulwurfshügel, wie wir es ja schon gesagt haben. Jahreszeit, haben wir gesagt, ist speziell Mai, Juni gefährdet. Diese Drohnen sind ja jetzt in der Anschaffung nicht gerade sehr günstig. Wie finanziert sich sowas, dass man sagt, oder das Verhältnis, sagen wir das Verhältnis, Kids-Rettung und Investition in eine Drohne? Ja, könnt ihr uns vielleicht da der Jäger zuerst einmal sagen, was ist denn da von welchem Schaden reden wir da? Reden wir da von einem monetären Schaden oder ist es nur ideeller Schaden? Ich meine, die Jägerschaft beliefert ja auch die Gastronomie mit dem erlegten Wild. Also da kann man sich schon vorstellen, dass es auch um monetären Schaden geht. Ja, natürlich. Das ist natürlich, ist schwer, das ganz genau zu beziffern, nicht? Aber pro Kit sind wir da sicher schon mal bei 100 Euro, nicht? Wenn man das, weil die wachsen ja dann weiter und werden dann schwerer und werden auch nicht als Kit zerlegt oder als Kitzfleisch dann verkauft. Nicht? Also da ist schon durchaus von den her ein Interesse da, weil einfach der Jagdwert steigt, wenn das Kit am Leben ist. Nicht? Und es ist natürlich auch bestes und gesundes Wildbrett und Fleisch, das natürlichste und regionalste, was es überhaupt gibt, nicht? Was auch wirklich eine gewaltige Nachfrage erfordert in letzter Zeit. Und die Jagden auch sehr viel Direktvermarktung machen und eigentlich reißenden Absatz. Ja, mehr Bio geht nicht eigentlich. Ne? Naja, Bio, ich verweige mich als Biobauer gegen den Ausdruck Bio, weil einfach die ja auf nicht biologischen Wiesen grasen, gell? Also ist ein wenig gefährlich, aber noch natürlicher oder regionaler kann man kein Fleisch sich kaufen und das nur ortgerechter gehalten ist. Ja. Das geht gar nicht. Wenn wir jetzt gerade bei dieser Thematik sind, ist vielleicht für unsere Zuschauer auch ganz interessant, da wird es ja Leute geben, die sagen, naja, die Jäger, die wollen ja nur, dass die Kids gerettet werden, damit sie in 2-3 Jahren wieder was zum Schießen haben. Ist das so? Nein, es geht ja so. Wir haben ja einen gesetzlichen Auftrag durch die Abschusspläne, die wir ja alljährlich mit den örtlichen Bauernschaften ausmachen, dass wir einen gewissen Teil schießen müssen. Nicht? Weil ich sage so, wenn es nach den Jäger gegangen wird nicht so viel geschossen, das traue ich mir sagen. Nicht? Weil ein Jäger auch gerne Reh anschaut, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist ja natürlich, wir haben die Leute, die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigen müssen und die eben auch im jährlichen Abschussplan einen Niederschlag findet in den Zahlen und der ist ganz einfach zu erfüllen und der wird auch, sage ich mal, bei uns zu 100% erfüllt. Die Interessen der Land- und Forstwirtschaft, glaube ich. Natürlich, ja, mit natürlich. Verbiss. Vielleicht vor allem Forstwirtschaft, nicht? Weil Landwirtschaft vielleicht kann man mal kurz erklären, was bedeutet Verbiss?
Ja, Verbiss ist einfach, dass das Rehwild hat irgendwie die für uns nicht sehr angenehme Angewohnheit, dass sie junge Bäume verbeißt. Das heißt, den Terminaltrieb, der halt nach oben wächst, der frische Trieb halt gern abbeißt im Winter. Gell? Und Rehbeck fegen ja das Geweih, weil die haben jetzt erst einen Post im Frühjahr, den müssen sie irgendwie loswerden. Und da fegen sie dann an den Bäumen und damit geht leider auch die Rinde von dem Baum zu Schaden. Ja? Und der Baum stirbt. Ja? Und das muss halt irgendwo in einen. Es wird immer sein, dass das gibt. Ja. Solange es Reh gibt, wird gefegt und auch verbissen. Aber es muss in so einem erträglichen Rahmen sein, dass die Forstwirtschaft und Landwirtschaft damit gut leben kann. Das ist der Auftrag. Landwirtschaft kann gut leben, mit der Jägerschaft zusammen? Funktionieren tut es an und für sich nur gemeinsam und miteinander. Natürlich gibt es immer wieder so Hotspots, wo halt ein bisschen mehr Wild da ist und der Schaden ein wenig höher ist, aber grundsätzlich, wenn wir da noch einen Strang ziehen, haben wir alle noch zusammengekommen, dass das passend wird. Nicht? Mhm. An einen Strang ziehen ist jetzt wieder die Überleitung zu unserem Drohnenpiloten. Dirk, du bist ja akademischer Jagdwirt. Vielleicht ein paar Worte. Wie wird man Jagdwirt und ist da nicht auch ein Nachholbedarf, dass mehr Jäger den akademischen Jagdwirt machen und wenn ja, warum? Also der akademische Jagdwirt ist ein Angebot der BOKU Wien. Ein berufsbegleitender akademischer Lehrgang an der Uni, der nicht direkt an der Uni stattfindet, sondern jeweils an verschiedenen Orten, je nach Thematik. Und die wesentlich vertiefende jagdliche Ausbildung anbietet. Das heißt, wesentlich vertieft in der Wildbiologie, wesentlich vertieft in der Thematik Jagdethik, ein sehr wichtiges Thema auch, sehr vertieft in verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, dass es generell wichtig ist, jetzt mal abgesehen vom Jagdwirt an sich, dass sich die Jägerschaft insgesamt während ihrer Laufzeit weiterbildet. Das heißt, weiterbildende Kurse besucht, die werden auch zum Teil angeboten von den Landesjagdverbänden, die werden an verschiedenen Stellen angeboten auch. Und es ist ähnlich wie in einem Beruf auch. Ich meine, der Jäger hat selbst einen Auftrag, wie der Sepp schon erzählt hat, nicht nur den Abschussplan zu erfüllen, sondern auch die Hege des Wildes. Und auch eben in Verbindung mit der Kooperation mit den Landwirten ist es wichtig, dass es ein bisschen über den Tellerrand geschaut wird, dass jeder miteinander reden kann und jeder auch versteht, welche Bedürfnisse hat jeweils der andere. So, dass man optimal auch es schafft, das Wild zu bewirtschaften. Bewirtschaften, gutes Stichwort. Du hast ja deine Abschlussarbeit an der Universität für Bodenkultur zum Jagdwirt über das Thema Wirtschaftlichkeit der Rehkitzrettung. Der Rehkitzrettung mittels Drohne geschrieben. Da sind wir wieder bei der Wirtschaftlichkeit. Nicht? Wie du sagtest, so ein Kitz ist gleich mal 100 Euro wert. Nicht? Weil man verfolgt ja über Jahre, nicht nur jetzt in dem Moment, wo es gerade gesetzt wird. Wie schaut es definitiv aus mit der Wirtschaftlichkeit, also, Kitzrettung mit Drohne? Ich habe mir das Ganze natürlich ein bisschen wissenschaftlicher jetzt angeschaut. Also nicht nur an den, was ist später mal zu erzielen, weil man weiß nicht, gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, warum das Rehwild dann zu Tode kommt, sei es der Straßenverkehr oder anderes. Insofern habe ich mir angeschaut, wer ist denn eigentlich verpflichtet, Rehkitze zu suchen, zu retten. Und da ist das Gesetz ganz eindeutig, das Tierschutzgesetz. Derjenige, der die Wiese bewirtschaftet, der das mäht, ist verantwortlich dafür, dass kein Tier zu Schaden kommt und unnötig leiden muss. Das heißt, der Landwirt ist eigentlich verpflichtet. Es gibt schon Urteile in Deutschland, wo Landwirte Schadensersatzzahlungen verpflichtet wurden oder zu Strafen verpflichtet wurden, 7.500 Euro, weiß ich, von einem Bauern aus dem Saarland. Und ich habe mir dann angeschaut, was wäre eigentlich, wenn der Bauer für die Kitzrettung zahlen müsste. Das heißt, wenn er Jäger bezahlen müsste oder Menschen bezahlen müsste, die durch eine Wiese durchgehen und die Zeit dafür brauchen, habe dann den Durchschnittslohn errechnet und so weiter. Also prinzipiell ist es so, im Endeffekt komme ich dazu, dass die Drohne die wirtschaftlichste Art ist, Rehkitze zu suchen und zu retten und auch die effizienteste Art ist. Das heißt, wir sind bei der Drohne wesentlich schneller im Suchen und oftmals haben wir das Problem, dass je nach Witterung sehr viele Landwirte zur gleichen Zeit mähen. Das heißt,
wir müssen sehr, sehr viel Fläche in einer kurzen Zeit absuchen, ja, um Rehkitze zu retten. Wie viel Hektar kannst du etwa absuchen mit der Drohne in, ich sage es einmal, in einer halben Stunde? Also es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Akkus man hat. Ich kann an einem Tag, und das ist, sage ich mal, jetzt nicht pro Stunde, das kommt immer ganz auf die Temperatur an, aber am Tag so um die 30 Hektar absuchen mit der Kapazität, die ich habe, weil es dann einfach auch zu warm wird. Normalerweise am normalen Tag, weil Heu wird normalerweise gemäht, wenn schönes Wetter ist, wenn Sonneneinstrahlung ist, damit das Heu oder das Gras trocknen kann zum Heu. Und das reduziert die Zeit auch nochmal, die ich suchen kann überhaupt. Mhm. Also 30 Hektar schaffe ich mit meiner Kapazität an einem Tag. Ja, das ist ein ordentliches Gebiet, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Koordination, Jägerschaft, Landwirtschaft. Ist das ein wichtiges Kapitel, weil wir erst gehört haben oder gesprochen haben davon, dass ja je nach Wetterlage gemäht wird. Ja, natürlich. Und der Bauer sagt sich, ja, Moment, jetzt weiß ich nicht, ob ich nächste Woche mache oder gleich morgen in der Früh. Ne? Wie schaut das definitiv aus und wie ist da die Koordination zwischen Landwirtschaft und Jägerschaft? Im Prinzip ist ja das wirklich ein heikles Thema, gell, weil es ist gerade so wie so eine unbeständige Wetterlage, wie wir jetzt haben, kann man heute nicht sagen, ob man morgen Nachmittag naht. Das ist schon schwierig. Ich meine, man weiß es nicht. Gell? Es wechselt. Wenn eine sehr beständige Wetterlage angesagt ist, dann ist es anders. Und da ist diese Kommunikation ist da, aber die ist sicher nur ausbaufähig. Ja? Und da bin ich auch guter Dinge, nicht? Weil es sind sehr viele Bauern, die kommen halt, ich mache jetzt könntest du was tun. Aber wichtig war halt der Tag davor, das war wichtig. Am selben Tag ist meistens schon zu spät. Ja? Mhm. Viele Bauern, sage ich mal, du hast diese Obsuche mit dem Hund angesprochen, die ist ja effizient nur am Tag davor. Ja? Weil wenn du am Tag, wo du mähst, mit dem Hund durchgehst, ist der Duckreflex, der Sicherheitsreflex bei den Kitze nu ärger, weil das einfach ein Feind ist. Die ducken sich nur besser rein. Und wenn so aber die Wiesen schon am Vorabend angesucht wird, dann ist die Witterung da vom Hund, dann holt die gar die Kitze raus. Gell? Also, und darum ist das so wichtig. Und da müssen wir einfach nur daran arbeiten, dass wir da einfach nur mehr überzeugen davon können, dass sie sich gegenseitig verständigen. In gewissen Gebieten klappt das eh schon hervorragend. Aber es gibt auch Gebiete mit Nachholbedarf. So sehe ich sie. Vielleicht, Andi. Ja, ich meine, mit der Kommunikation kann man schon viel machen, nicht? Es ist schlicht und einfach, dass die Kapazität irgendwann erschöpft ist. Und jetzt redet bei mir in Seekirchen zum Beispiel ein Joggebiet mit 4.300 Hektar. Dann zieht man die Waldgebiete ab und nicht bejagbare oder bemähbare Gebiete, blöd gesagt. Kann es durchaus sein, dass einmal 1000 Hektar auf einen Dusch auch niedergelegt werden und gemacht werden. Weißt für mich, ja, die 30 Hektar, wie der Dirk gesagt hat, geht wahrscheinlich, wenn das optimale Flächen sind, aber wenn du jetzt eine kleinere Flächen abfliegst, sage ich, wirst du wahrscheinlich 10 bis 15 Hektar schaffen. Das heißt, für diese Kirchen braucht man da 100 Drohnen. Die Drohnenbefliegung haben wir bei mir daheim durchgeführt. Die Wiesen, was wir beflogen haben, hundertprozentig jede Gas gefunden. Und auch das mit Abgehen. Es wird keine Gemeinde so viele Jäger zur Verfügung haben, dass wirklich jede Flächen abgehen können. Nicht? Von dem her schlicht und einfach das Problem mit den Kapazitäten, wie gesagt. Nicht? Abgesehen davon, das Abgehen, das dauert ja ziemlich lang, oder? Bei 1000 Hektar. Immer wieder mal miert, auch vielleicht, ja. Und genau. Ja. Naja, und wer hat wirklich eine Freude, wenn das Gras dann niedertreten ist? Ich würde sagen, da habe ich als Landwirt jetzt auch nicht unbedingt eine Freude. Nicht. Ich habe keine Freude, nicht mehr einen Asen in mein Futter drinnen. Ja. Genauso wenig wie ich von der menschlichen Seite eine Freude habe, da jetzt so ein Kitz da mache. Die sind ja liebe Viecher. Also da kann man sich vorstellen, dass das einer gern tut. Aber es passiert halt einfach. Und so tragisch wie es ist, aber ich glaube nicht, dass ein Bauer das absichtlich macht. Ja. Aber es ist einfach unmöglich, dass man das wirklich hundertprozentig in den Griff kriegt. Das sind sehr viele gute Ansätze in der Kombination und auch in Zusammenarbeit, sage ich mal, mit der Jägerschaft, der was das Revier beobachtet, der was in etwa weiß, wo wahrscheinlich die Gassen gesetzt haben, kann man halt die Hotspots, wo wahrscheinlich was ist, sicher optimaler wie bisher befliegen, begehen und dass man halt die Methoden Kids quasi aufs Minimum reduziert. Ja, ja. Hege und Pflege fällt ja da ein, nicht? Weil der Andreas gerade sagt, der Jäger beobachtet ja, wo ist was und wo kann ich einen Hinweis geben, du pass auf.
Ja, und es ist erfahrungsgemäß, sind es immer die gleichen Flick irgendwie, wo am meisten passiert. Einmal einzelne Kitze können im Prinzip überall sein, aber die, wo die meisten sind, das beschränkt sich auch immer wieder auf ein paar Hektar. Mhm. Gell? Und wenn man halt die absuchen kann, wo erfahrungsgemäß oder laut Statistik einfach da die meisten Fälle hat mit der Madi-Kitz, ja, dann kann man schon sehr viel machen. Noch einmal zum Drohnenpiloten bitte. Worauf ist, du hast ja irgendwie gesagt, deine Abschlussarbeit geschrieben drüber, weil der Andreas sagt, wir brauchen 1000 Drohnenpiloten. Wie schaut es da aus? Gibt es Möglichkeiten? Das ist natürlich, ja, natürlich. Gibt es Möglichkeiten? Kann man sich da, gibt es da Kurse dafür? Also prinzipiell für das Fliegen selbst einer Drohne gibt es jetzt keine Kurse. Ja, es gibt Kurse, aber man muss sie nicht unbedingt machen. Also die sind schon recht einfach zu fliegen mittlerweile, die sind recht stabil. Mit ein bisschen Übung kommt da, glaube ich, jeder gut mit zurecht. Ich glaube, das Hauptthema wird dann auch sein, dass man die Landwirte, die Jäger und die Drohnenpiloten zusammenbringt. Es gibt da eine Initiative, die heißt kidsretter.at, wo sich eben Piloten registrieren lassen können, wo dann Landwirte oder Jäger schauen können, gibt es einen Piloten in der Nähe und die zusammenführt. Es müssen aus meiner Sicht definitiv mehr Piloten werden. Es ist natürlich eine Frage der Kosten. Wer leistet sie sich? Und eine Frage, leiste ich mir diese Drohne nur für die Kidsrettung, also für diese 3-4 Wochen im Jahr? Oder kann ich die Drohne auch noch an anderer Stelle einsetzen? Da gibt es Ansätze, dass man sagt, vielleicht kann man mit der Feuerwehr zusammenarbeiten, dass an Brandherden das genauer lokalisiert werden kann. Es gibt Ansätze mit der Bergwacht zum Beispiel, dass die Bergwacht auf Drohnenpiloten mit Wärmebildkamera zurückgreifen kann, um vielleicht Vermisste leichter zu finden und solche Sachen. Man muss also schauen, Wie kann ich das wirtschaftlich auch nutzen, die Geschichte? Weil es ist ja doch, wie wir zuerst schon gesagt haben, eine Investition. Nicht? Richtig. So eine Drohne kostet irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Sollte sich rechnen. Genau. Weil es ist ja mehr als ein Hobby dann. Nicht? Weil es ist ja etwas sehr Nützliches. Mhm. Kann man vielleicht relativ abschließend sagen, was würdet ihr euch, Landwirtschaft, Jägerschaft, Drohnenpilot, akademischer Jagdwirt, was würdet ihr euch wünschen? Wie kann man die Quote, die Todesrate bei Rehkitzen minimieren? Ja, es braucht auf der einen Seite mehr Drohnenpiloten. Kann die Politik was dazu tun? Ich weiß schon, man muss sich nicht immer auf die Politik stützen, aber was gibt es denn für Möglichkeiten, ein bisschen in die Zukunft geschaut? Also prinzipiell, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Awareness, also das Bewusstsein steigt bei allen Betroffenen, das heißt auch bei den Landwirten steigt, dass sie einfach sagen, sie möchten diese Erfahrung nicht machen, sie gehen auf die Jägerschaft zu. Die Jägerschaft stellt sich ja dazu bereit, meistens da mitzuhelfen und Rehkitze zu retten, dass da ein offener Dialog entsteht. Und von Seiten von Politik denke ich, da gibt es schon Ansätze. Gerade wenn man sagt, es gibt Möglichkeiten, diese Drohne auch in anderen Bereichen einzusetzen, die jetzt eine Privatperson zum Beispiel nicht hat. Also als Privatperson tue ich mir ja schwer, zur Bergwacht zu gehen und zu sagen, hier, ich habe eine Drohne, ruft mich an, wenn was ist. Aber das ist sicherlich, wenn man das zentral verwaltet und zentral organisiert, eine andere Möglichkeit. Und da sehe ich schon Ansätze in der Politik, die da durchaus helfen könnten. Wobei ein Aspekt, den man, glaube ich, nicht übersehen sollte, ein Drohnenpilot hat ja auch Verantwortung, beziehungsweise haftet ja dann, wann was passiert, oder? Richtig. Also es ist so, dass natürlich eine Drohne auch angemeldet werden muss bei der Autokontrolle, gerade wenn eine Kamera dran ist, und dass man eine Haftpflichtversicherung abschließen muss. Man darf also nicht einfach so irgendwo fliegen, man darf auch nur über nicht bewohnten und nicht besiedelten Gebiet fliegen, in Abstand von Menschengruppen und so weiter und so fort. Das wird aber dann schwierig, wenn du sagst, Kooperation mit Feuerwehren, weil da bin ich im bewohnten Gebiet. Da ist man im bewohnten Gebiet, das ist eben die Frage, ob man da Ausnahmen schaffen kann. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, mit der Austokontrolle zusammen Ausnahmen zu schaffen. Ich selbst habe es noch nicht probiert, ich kann da jetzt keine qualifizierte Auskunft drüber geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Spezialausnahmen für solche Fälle geben kann.
die Jägerschaft noch? Was würdet ihr euch wünschen, dass die Situation verbessert wird? Ja, ich darf mal so sagen, das Ziel von uns sollte mal sein, dass zumindest in jeder Gemeinde mal eine Drohne und ein Pilot in absehbarer Zukunft anwesend ist, dass die zur Stelle haben, weil dann sind die Wege kurz, dann wäre wen gebraucht. Und das müssen wir irgendwie unterstützen. Wir sind da auch jetzt in Gesprächen, wir können es nicht von der Jägerschaft finanzieren, das würde unser Budget sprengen. Aber ein bisschen mithelfen und vielleicht auch die eine andere Initiative in den Gemeinden. Ja, es gibt also einen Natur- und Umweltfonds in den Gemeinden, nicht? Also, was auch durchaus in vielen Gemeinden sehr gut dotiert ist, nicht? Wo man da ein bisschen was kriegt, weil man schützt halt auch die Natur durch das, weil, sage ich mal, es kommen auch Haustiere zu Schaden beim Mann. Ich meine, das ist ja so. Und auch die findet man mit der Drohne. Nicht? Und ja. Und einfach ganz wichtig ist, dieses Thema jetzt in den nächsten Monaten richtig am Leben zu halten. Weil das ist die letzten Jahre schon so gewesen. Naja, Anfang Mitte Mai ist das ein Riesenthema. Und Mitte Juni redet kein Mensch mehr drüber, weil es das nicht mehr gibt. Weil da ist wieder was anderes. Und das ist unsere Aufgabe jetzt von der Jägerschaft, da dran zu bleiben und einfach so Plattformen oder halt so Stationen auch zu unterstützen und dann zu schaffen, wo man halt zurückgreifen kann, dass man beim hat, der auf die Schnelle dann fliehen kann, wenn man es braucht. Das haben wir gerade zum rechten Zeitpunkt jetzt bei FS1 dann. Ne? Das passt ganz genau, sehr gut. Aber das ist sicher schon ein sehr guter Ansatz, würde ich mal sagen, in den Gemeinden, wenn man da sagt, es ist zumindest ein Drohnenpilot da in der Gemeinde, dann ist der relativ kurzfristig abrufbar und kann da nur zur Rettung beitragen. Landwirtschaft, Andreas, hast du einen Wunsch? Ja, es heute ist schon Weihnachten, heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten, okay, ich wünsche mir für die Kirchen 100 Drohnen, dann geht sich das genau aus, aber wirklich alles abfliegen. Nein, es sind alles schöne Wünsche und tolle Sachen mit der Drohnenbefliegung. Der Weg dahin, der wird sehr viele Hürden bieten, nicht? Weil Anfang von der Haftung, da man jetzt zum Beispiel die Jägerschaft gemeinsam eine Drohne kauft und 3-4 Jäger dazu ausbildet, wenn die Drohne abstürzt. Die Drohne ist schwer bis gar nicht versicherbar, meines Wissens nach. Müssen Sie vielleicht die Versicherer was einfallen lassen, ob man da eine Versicherung schaffen könnte. So eine Art Vollkaskoversicherung der Drohnen. Fördermittel, wenn man sagt, weil es wird zukünftig, wenn man mehr Piloten braucht, leider nicht nur Idealisten wie ein Dirk geben, es wird auch dann irgendwann Kapital fließen müssen. Da muss das eigentlich fast auf selbstständiger Basis passieren, weil als Privatperson kann ich eigentlich jetzt keine Rechnung nicht in dem Ausmaß stellen und da wird es auch wieder schwierig, dass ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt eine Firma an, damit ich 3 Tage im Jahr Kids suchen tue. Und an wie man sonst die Fördermittel sollte, als welche geben, von Seiten des Landes oder des Bundes, wie man die dann gestalten und rechtfertigen sollte, wird eine schwierige Sache. Vielleicht geht es mir um Pauschalbetrag oder was, damit auch Idealisten die Möglichkeit haben, dass sie sich das teure Hobby dann zugunsten uns aller finanzieren können. Auf alle Fälle, wir sind am Weg, ihr seid am Weg, ihr bleibt dran. Gott sei Dank gibt es Idealisten wie den Dirk Zachon. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es war spannend für Sie, dieses Thema Kidsrettung mit Drohne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.